Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer kleinen Reiseinfo. Als allererstes möchte ich mich mal bedanken für eure treue Guckerei im Livestream dabei seierei. Ja, das freut mich jedes Mal tierisch. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank auch für fast 350 Abonnenten. Ist mehr als ich je erwartet hätte. Ist echt mega, finde ich super. Jetzt musste ich leider eine kleine Entscheidung treffen. Und zwar ist das Problem die Zeit. Die vier Spiele, die ich gerade im Let's Play spiele, sind alle mächtig zeitintensiv, was auch das Offscreen angeht. Und jetzt muss eins davon rausfallen. Ich habe lange überlegt und habe mich schlussendlich für Conan entschieden, weil Conan ist geil. Ja, ich finde das Spiel richtig cool, aber um es richtig kennenzulernen, braucht man da viel mehr Zeit für. Ich werde sicherlich noch mal eine richtig schöne Conan-Staffel machen, spätestens nach Kapitel 3 irgendwann, was ja auch bald kommt. Aber ich muss an dieser Stelle erstmal pausieren. Ja, ist halt ein bisschen blöd, ne? Aber die Zeit, tut mir leid. Nee, das passt einfach gerade gar nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Und ist jetzt leider dann so. Und da ich mit Seven Days to Die noch ein bisschen mehr vorhabe, habe ich mich dafür entschieden, das weiterzumachen anstatt Conan. Raft und Sons of the Forest bleiben auf jeden Fall, auch auf den gewohnten Zeiten. Seven Days to Die kommt jetzt erstmal alle zwei Tage, beziehungsweise außer den Montag und Donnerstag. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für euer Interesse und für euer Zuhören und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nein, schreibt es mir erst recht in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Bis dahin. Ciao.